Rathaus ist gut 120 Jahre alt und wenn Sie das Rathaus besuchen, schlagen Sie zwei Fliegen mit einer Klappe. Sie besuchen den Sitz der Regierung, des Senats und Sie besuchen den Sitz des Parlaments. Das heißt, die Parlamentarier tagen hier, die den Senat, die Regierung kontrollieren und der Senat sitzt gleich nebenan. Ganz praktisch, man erspart sich viele Wege. Wir haben gut 120, 130 Räume insgesamt, sehr viele. Im gesamten Rathaus, sowohl auf der Seite der Bürgerschaft als auch auf Seiten des Senats, arbeiten rund 200 Personen. Man kann natürlich eine Rathausführung machen und sich von dem Stolz der Bürgerrepublik hier so ein bisschen beeindrucken lassen. Man kann aber auch eine Bürgerschaftsdebatte sich mal ansehen, um zu sehen, wie Politik im Stadtstaat Hamburg wirklich gemacht wird. Bürgerschaftssitzungen sind in aller Regel zweimal, dreimal im Monat, beginnen kundenfreundlich um 15 Uhr, weil die Parlamentarier meist noch richtige Berufe nebenbei haben. Und man kann sich ganz normal in der Bürgerschaftskanzlei Karten bestellen und sich das hier ansehen und anhören.